Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperial Galactic Survival. Mit dabei ist wieder der liebe Valkyrie. Moin. Schwebt ja draußen gerade irgendwo rum. Die Drohnen belästigen uns immer noch. Und wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwie... Ich bin nicht draußen. Ich traue mich nicht. Okay. Nee, ich bin drin, aber die Drohne fliegt da draußen irgendwo. Und ja, das Problem ist, Energie wird echt eng, ne? Du hast eben zwei Packs reingeschmissen. Ich konnte mich in der Zeit eben einmal heilen und Sauerstoff tanken. Und irgendetwas zieht hier immer noch so abartig viel Strom. Ich schmeiß jetzt nochmal ein Stück hier rein. Wir bauen jetzt diese ganzen Sentry Guns auseinander, ne? Die hier rumstehen, ne? Oder? In der Zeit crafte ich schon mal ein bisschen was. Ja, ein kleines Raumschiff-Starter-Set zum Beispiel. Ich suche gerade. Echt schnell machen hier. So, der Constructor constructed. Hier ist da noch irgendwo Licht. Ja, oben. Oben draußen ist Licht. Das ist das Problem. Scheiße. Oben draußen ist Licht, wo die Drohne ist. Da ist Licht hier. Da sind noch Interior Lights. Okay. Na mal, ich will mal gucken, ob ich dran komme. Oh Mann, ey. Ich hab ja... Er baut ihn, ja. Okay, so. Ein Licht habe ich abgebaut. Ich bin jetzt außerhalb der Station. Okay. Ich habe ein kleines Raumschiff-Starter. Ich baue mal so die Teile fürs Schiff, wenn es irgendwie geht. Ja, bitte. Eine RCS. RCS ist ganz wichtig. Oder denn? Raketenwerfer. Treibstofftank. Raketenwerfer brauchen wir nicht unbedingt. Nee. Dass wir wegkommen von dem Ding hier. So, ich. Oh, schon wieder Licht aus, ey. Ja, ich mache gerade hier Stromsparen. Nee, achso, Licht ist noch an. Licht ist noch an hier. Also die Basis hat noch Strom, ne? Anscheinend. Ja. Weil die Lichter außen leuchten noch. Cockpit, Passagiersitz. Okay, was brauche ich noch? RCS, wo ist denn das? Da unten, RCS. Achte auf die Farbe, ne? Also nicht, dass du das so machst. Nicht, dass du das so machst wie ich, weil ich glaube, dann wird es schwierig, du. Und bevor du Electronics oder so herstellst, ne? Brauchen wir nicht, wir haben so viel Materialien hier. Da wollte ich gerade sagen, dann baue ich hier lieber noch was ab. Okay, das ist. Der Rest kommt von der Sonne. Meine spannende Sache. So, warte mal. Schubdüsen habe ich, Starter habe ich, RCS habe ich, Treibstofftank habe ich, Generator. Ich habe momentan keine Ahnung, wo dieses nervtötende Geräusch herkommt. Oh, Backe, ey. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich es eigentlich nicht finden möchte, wo dieses Geräusch herkommt. Irgendwo klebt das Ding hier. Ein Generator gebaut, ne? Also ich glaube, es ist unterhalb der Bay, also auf der anderen Seite der Basis. Ich gucke jetzt mal nach unten. Ich habe das Gefühl, das könnte sie als Fehler herausstellen. Das wird kein schönes Schiff, aber... Boah, hier ist Festbeleuchtung draußen, ne? Hier ist Festbeleuchtung draußen. Ich hoffe, wir können draußen überhaupt ein kleines Schiff herstellen hier im Weltraum. Das haben wir noch nie versucht. Doch, wir haben hier sogar eine Start- und Landeplattform. Das müsstest du machen können. Station brauchen wir auch nicht. Das holen wir uns gleich nochmal hier. Brauchen wir echt nur Schubdüsen, RCS, Cockpits habe ich, Generator. Dann zum Stoppen brauche ich noch. Ja, das war's. Rohre brauche ich. Okay, ich baue weiter Lampen ab. Jo. Ziemlich viele Lampen sogar. Alles sieht gut aus gerade hier. Ah, ich habe ein bisschen Schiss hier draußen gerade. Komm, ich brauche noch eine Schubdüse. Ja. Oh, oh, oh. 34 Meter ist die Drohne entfernt. Auch schön. Okay.
Okay, hier im Start- und Landedeck sind auch noch mal so wahnsinnig viele Lampen. Kern brauche ich nicht. Ich habe einen Kern, ich habe die Cockpits. Düsen. RCS habe ich auch. Generator habe ich. Treibstofftank habe ich. Brauche ich sonst noch was? Um das schöne Schiffchen zu bauen. Ich nehme hier Satium-Erz mit rein. Oh ja, das Satium, ja. Sonst alles irgendwie. Das muss ja nicht schön sein, das Ding. Muss uns ja einfach nur hier wegbringen. Ja, das stimmt. Ah, so, okay. Hier ist jetzt dunkel. Gut, auf die andere Seite nochmal. Nochmal reloaden. Ich bin jetzt die ganze Zeit hier im Konstruktor drin. Ich sehe die Drohne! Ich sehe die Drohne! 28,9 Meter. Ich bin direkt vor ihr. Kann ich die abbauen? Nee, ne? Oder? Warte mal, kann ich. Das wäre super geil. Müsste doch gehen, oder? Nee, ich kann an der Drohne nichts abbauen. Aber die ist direkt vor mir. Oh, ich würde ihr so gerne die Waffe abbauen. Das muss doch gehen, oder nicht? Machen wir mal die Waffe wechseln neben. Ich glaube, du musst sehr nah ran. Ich sitze auf ihr. Ja, ist kein Scherz. Also, wenn du möchtest, komm raus. Oh, shit, jetzt bewegt. Oh, jetzt, sie ist frei. Da fliegt sie weg, ja. Aber es ist ruhig. Ja, immerhin. Es war so ruhiger als vorhin. So, ich glaube, ich habe alle Teile zusammen, die wir brauchen. Außer jetzt irgendwie eine Frachtkiste oder sowas da dran. Deswegen würde ich mir jetzt nochmal. Ach, du Alter, Scheiße. Alter. Ich komm mal lieber wieder rein. Jetzt ist es wieder hier 26 Meter. Direkt. Die muss unter mir sein. Wenn du was zu essen brauchst, ich hab hier Rationen. Ich hab einen Rocket Launcher gefunden. Ich hätte ganz gerne eine Rocket dazu. Okay, oh, vier sind, drin. Nee, vier sind drin. Aha. Boah, super. Warte, und ich glaube, ich sehe die. Oh. Doch, die Drohne ist unter mir. Ah, shit, jetzt hat sich bewegt. Ach, hier sind die kleinen Treibstofftanks drin. Ja, da ist so eine Zwischendecke, ne? Und noch ein Konstruktor. Und nochmal Kisten. Ach echt, Kisten auch? Aber 6, 7 Stück in Reihe. Ach, da waren das Kisten. Okay, da habe ich nur flüchtig drauf geguckt. Ich bin da. Ich war da auf der. Ich war da auf der Flucht zwischen. Ist noch mal zu essen drin? Nee. Vielleicht sind noch ein paar Promethium-Pellets drin. Keime sind hier drin. Weizenkeim, Börsenkeim. Okay, okay, okay. Oh, Medikit. Moment. Oh. Blöde Drohne, ey. Nicht erwischt. Hat die ein Schwein gehabt, ey. Hat die. Ja, ich hab eine Rakete abgeschossen. Ach, da ist die Landeplattform, jetzt sehe ich's, ja. Und ich glaube, die ist schon wieder hier bei mir. Ja, die ist irgendwo runter, du bist unten, ne? Ne, ich bin nach draußen auf der Landeplattform, aber auf der anderen. Auf der anderen Seite ist auch eine. Auf der anderen Seite, ja. Zwei Drohnen hier? Nee, ne? Nee, nee, das muss die eine sein, die ist echt aufdringlich. Das Skateboard fliegt durch die Gegend, glaube ich. Aber wo ist sie? Ich gehe mal lieber wieder hier zurück. Uhuhu. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist jetzt. Die taucht doch immer da auf, wo man sie gerade nicht gebrauchen kann. Okay, wir haben 35 Kraftstoffzellen noch rausgekriegt jetzt hier. Sauber. Das ist eine Menge. Wir könnten rein theoretisch das Schiff bauen. Das ist ja unser Planet, nicht Richtung. Das ist, glaube ich, egal, oder? Das ändert sich ja auch. Ja. Ach, Space Drone, die ist doch hier unterhalb. Okay, Moment, ich will mal gucken. Die hätte ich echt gerne weg, du. Ja, ich traue mich auch nicht, das Schiff vorzubauen, weil wir haben nur diesen einen Versuch. Okay, dann mal gucken. Ich versuche hier mal ein Loch
im Boden zu schießen. Okay, ich sehe sie. Ah, da bist du, ja. Ich hoffe, dass ich mit dem Raketenwerfer hier durchschießen kann, nicht, dass ich mich jetzt selbst schreddere, du. Hast du erwischt? Ja, aber die lebt noch. Ja. Shit. Weg. Die kommt auch wieder. Die kommt wieder, Franks. Ja. Mann, wir sind im Besitz einer Ionenkanone. Eigentlich stand die hier mal, glaube ich. Obwohl, vielleicht haut sie jetzt doch ab. 600, 700, guck mal, die entfernt sich jetzt immer weiter. Echt? Ist leider nicht mehr. 800, 840. Okay, sollen wir die Chance nutzen? 700. Naja, doch, also hier auf diesem Deck könnte sie... Stehst du hier neben mir? Ich bin hier gerade in einem anderen Deck drin. Also ich würde auf alle Fälle so ein umzäuntes Deck nehmen, ne? Ja, habe ich gerade hier. Ach, auf der Seite bist du, okay. Ich baue das Ding jetzt einfach mal. Stehe ich im Weg rum? So, jetzt muss es... Nee, alles gut. Muss hier recht fix gehen. Hörst du das schon wieder, oder? Na, die umkreist uns hier. Warte mal, ich lock sie mal auf die andere Seite vielleicht. Genau, lock sie weg. T. So, da oben drauf. Landing Gear brauchen wir nicht. RCS, Generator, Düsen. Ich habe da noch eine Sniper hier irgendwo gehabt. Moment, Sekunde. Irgendwo habe ich eine Sniper. Da ist eine Sniper. Und was haben wir da? Projectile Pistol. Okay. 6. Sniper. Ich gehe mal rüber. Momentan sehe ich, das ist die Plasma-Drohne. Das ist eine, die hängt an. Unser Escape-Pod ist hier noch irgendwie in 757 Meter Entfernung. Ja, ja. Und das wird aber auch ein Kreis von zwei Drohnen, wenn du mich fragst. Ja. Ding. Putzidrumbau. Ja, das Ding wird jetzt nicht schön. Ja, das lockt echt Drohnen an, das Escape. Oh, okay, die Laserdrohne ist wieder frei. Ich glaube, sie kommt wieder zurück. Oh, und wie sie wieder zurückkommt. Aber auf meiner Seite, glaube ich. Ja gut. Jetzt habe ich sie... Nee, jetzt ist sie auf deiner Seite. Die ist unter uns gleich wieder. Ne, sie fliegt wieder mit einem großen Bogen. 500 Meter. Unten. Um. Er guckt nach unten. Ich hoffe, dass sie hier wieder wegkommt. Er guckt nach da. Er guckt nach da. Oh, das hätte so ein ruhiges Let's Play werden sollen. Weißt du, so einfach mal entspannte Weltraumausflüge oder sowas. Ich versuche jetzt mal die Sniper. Mit der Sniper auf... Oh, die Sniper ist ja geil. Ja. So, habe ich alles drin, was wir brauchen? Wieso zum Bremsen noch hier? Ups. Jetzt hat sie mich gerne, glaube ich. Glaube? Ja. Wir können. Wie viel? Letztlich wie die Nacht. Wie viel Sitze sind da dran? Hast du da noch einen? Dein Helm. Ja, ich hab ihn. Ach, ich kann mich mit reinsitzen. Echt? Cool. Ja, klar, sicher. Ja, Mann, das ist nett. Soll ich das Oxygen rausholen von unten? Oder nee, ist hier gar nicht drin, ne? Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir zurückkommen und uns vernünftiges Schiff wieder bauen. Ja, genau. Und dann hast du mal mit den Drohnen aufräumen. Energy Cells drin? 2? Haben wir nicht noch mehr? Nee, ich hab noch mehr hier. Ach, ich habe auch noch. Warum habe ich denn 4? Ich pack die rein. So, okay. Alles klar. Oh mein Gott. Soll ich die Materialien aus dem Konstrukt unten? Nee, wir hauen einfach ab. Nee, ich habe das Wichtigste rausgeholt. Okay, ja. Ist gut. Currently occupied. Okay, wo ist denn der Sitz? Oben. Ach, da oben drauf wieder. Okay. Ja gut, dann. Drin? Ja. Bin ich mal gespannt. Oh, wir hatten Backup vorher machen sollen. So, du musst. Du weißt wohin? Ich weiß es nicht. Nee, erstmal wohin. Weg hier. Nicht nach links, eher dann nach... geradeaus. So, da ist Aqua. Ja. Oh Gott! Aber wir müssen nicht nach Aqua. Ich weiß, ja. Wir müssen von der Station kommen. Ja. Recht schnell, ne? Also, so, wo ist der Omikron? Da ist der Eisplanet. Essen geht's zur Neige. Da ist er. Da, links, oberhalb. So, genau. Ja. Wow. So, Essen geht langsam zur Neige, aber ich schaff's noch bis nach Hause.
Der Sauerstoff ist bei mir auch gleich Ende, aber... Ja, super. Der Beifahrer verhungert und der Fahrer erstickt. So, geile Kombination. Ich habe die Notfallration noch dabei, sonst treffen wir uns gleich mal. Gut, ja, nö, so lange geht's noch. Sauerstoff ist da, glaube ich, viel, viel schwieriger. Boah. Aber hey. Alter Vater, hör mal. Gut hinbekommen. Gut hinbekommen. Gut hinbekommen. Also, nächstes Mal einfach, ich glaube, einfach die Drohnen erstmal abknallen und dann ganz in Ruhe. Ja, müssen wir wohl. Das müssen wir wohl. Aber da sind Seen, das ist natürlich die große Frage. Treffen wir jetzt hier unsere Base oder? Sieht relativ dunkel aus, gerade, was ich sehe hier. Boom. Okay, da sind Seen. Ich kann mal auf der Karte gucken. Ach, das ist ja schön. Ich kann auf der Karte gucken und sagen, wohin. Ich fliege jetzt einfach mal in diese Richtung hier. Oh, oh, oh. Ja, die Richtung ist ganz gut. Etwas weiter nach links. So, und jetzt einfach erstmal geradeaus, eine ganze Weile. Okay. Das kommt ungefähr hin. Ach nee, das ist Xeno Defense. Nee, vergiss es. Iron Deposit? Wo sind wir denn? Ach da, doch. Ja, wir müssen da wirklich alle durch, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen, links. Kannst ein ganz bisschen weiter nach rechts machen. Ja. Ich glaube, das ist auch unser See hier. Genau, das passt. Nee, das ist ja noch nicht. Du bist auf der anderen Seite der Kugel, aber das passt. Es sei denn, hier ist eine unsichtbare Mauer gleich zwischen uns. Das wäre ärgerlich, das kannst du ja noch nicht sehen. Ja, ja, genau, das ist wieder toll. Aber irgendwann entdecken wir noch ein bisschen was. Genau, du entdeckst noch Dinger, das ist auch gut. Und wir fliegen in den Sonnenaufgang. Also du fliegst ziemlich genau auf unsere Base zu, aber es ist ja noch ein bisschen hin. Ach echt? Auf die Entfernung? Okay, nicht schlecht. Sonne, nochmal Eisenerz. Ui. Ja, du fliegst direkt drauf zu, das ist gut. Wie komme ich da wieder per Escape? Ja, okay. Ach ja, da steht sie ja auch schon. Das ist egal, es fliegt. Es fliegt, das hat uns sicher nach Hause gebracht. Es fliegt und wir wollten ja eh einen TIE Fighter bauen. Genau. Das ist so ein Schicksal. Kannst du bremsen? Es bremst, ja. Es bremst, siehst du? Glaubst du? Oh, ja, okay. Wow, okay. Oh, ey, da war meine Rasam. Puh, das war echt die beste Landung, die ich hätte ich so nie hinbekommen. Wir sind da. Wow, danke fürs Retten. Das sieht. Wow, wir haben es geschafft. Und es kippt auch schon um. Es sieht ja echt mal geil aus. Das ist ja wirklich nur das Base Starter Kit. Und die Blöcke hier oben hast du doch. Warum hast du die Blöcke hier oben da lang gesetzt? Ich wollte von oben noch ein bisschen. Schützen da. Ach, ein bisschen Schutz, damit sie das Cockpit nicht wieder zerschießen. Sieht geil aus. Hat sowieso nichts gebracht. Okay, Moment, aber das ist mir doch ein Foto wert hier. Das ist. Jetzt ist nur ein Problem: Sauerstoff haben wir hier nicht. Echt? Ja. Warte mal, im Sauerstoff-Base, was kostet die? Hilfestation nicht. Wieso Sauerstoff? Wir haben doch hier. Computer, aber ich habe doch hier ganz viel Zeug mitgenommen. Wieso? Doch, wir haben doch hier eine Sauerstoffstation. Ein Generator. Erste Hilfestation, aber keine, nicht zum Einatmen. Ach so, ach shit, nee, richtig. Ach. Das, Metallkomponenten, aber jetzt gleich haben wir eine Sauerstoffstation. Bau. Baut nicht. Und doch, er baut. So. Ich habe zur Not auch noch eine kleine Flasche, aber das wird jetzt so reichen. Und ich habe 5 Stromspulen dabei. Kannst du mir sagen, warum ich fliege? Ohne Jetpack. Ich glaube, das ist ein Bug. Ohne Jetpack? Gott. Mir geht's nicht. Nee, ich hab Jetpack. Jetpack ist aus. Jetpack ist aus. Wir brauchen keine Raumschiffe. Denkt, ich bin immer noch im Weltall, was? Ja. So, jetzt mache ich mal Jetpack on. Ah, jetzt ist weg. Ach, schade. Ach, Scheiße, ich hätte es nutzen können für irgendwas. Was? Baue ich hier denn hin? Ich baue die mal direkt hier neben. Brauchen wir nur noch einen Tank? Und ja. Jetzt fängt er schon an, hier rumzumeckern. Ich muss doch mal die Ersatzflasche nehmen. Oxygen Tank in Gelb-Rot. Okay, ist unterwegs. Super. Halt fertig. Dich kriegen wir noch hin. Hast du noch mal so eine Essensration? Ach nee, wir haben ja hier... Ja, oh Mann, ich habe die ganzen Salamis doch in den anderen reingepackt. Da haben wir Satium-Erz. Ich hab's gerettet. So. Tee und... Hier, füll dich auf. Oh, super. Ja, göttlich.
Asthma-Spray XXL hier. So, haben wir jetzt hier noch Würstchen drin? Nee. Aber ich habe noch ein paar Rationen. Diesen Song ist voll. Habe ich schon gegessen. Ich gebe dir mal zwei. Ja. Liegen hier. Ui, Grundbedürfnisse gestillt. Haben es überlebt. Boah. Wie auch immer. Mann, oh Mann. Ja. Okay, dann. Sind Keime dabei. Dann können wir uns eigentlich nochmal an so einem Alien-Turm rächen. Ne? Ich guck gerade mal. Wir könnten Drill, Assault Rifle. Aber mal, was habe ich denn jetzt hier an Waffen? Okay, Rocket Launcher. Lasergewehr wäre geil. Sniper. Ich hätte drei Pistolen anzubieten. Mit denen kannst du ja. Die brauchst du ja auch nicht mehr, ne? Lasergewehr wäre cool, wenn wir da bauen können. Lass mal gucken. Ich packe erstmal die Electronics und alles zurück und das. Oh, warte mal. Und die Iron Ingot und Neodym Ingots. Da habe ich auch noch ganz viele. Ja, das kann ich auch noch gleich reinschmeißen. Und Cables. So, und wieso habe ich denn nochmal 34 Sauerstoff? Und. Ach so, Moment. Hatten wir nicht unsere ganzen Erze in dem anderen Konstruktor? Ja, den gibt's ja nicht mehr. Den haben sie ja zerballert. Ja. Okay, dann bräuchte ich. Aber ich habe noch zwei RS-Trombarren. Das ist Kram, den ich jetzt hier reingeschmissen habe. Aber wir haben jetzt hier 333 Eisenbarren, Neodym, naja, Kobalt, Eisen. Ja, ich habe auch noch. 100 Eisenbarren. Kannst du mal eine Karo-Box herstellen oder so vielleicht? Eine Kiste oder so? Oh, kann ich sonst auch machen, sonst, wenn ich jetzt wieder ran kann. Guck mal eben wegen Essen. Was haben wir? Karo-Box, da. Metal Plate Control Device. Läuft. Und Advanced Constructor. Advanced Constructor. Ach, du hast schon Power Coils hergestellt? Nee, die habe ich irgendwo gefunden. Die waren irgendwo drin. warte. Könntest ich stehe zwei Motoren her und dann können wir einen Advanced Constructor herstellen. Ja, geil. Kunststoffrohmaterial, das kommt auch hier in die Nahrungsgeschichte. Ist unterwegs und, der braucht aber lange. Und da mache ich eine Cargo Box mal hier. Ein Sturmgewehr, ein bisschen Munition, Metal Plate, Control Device. Puh. Wie sah denn das? Ah, da, Metal Plate. Ich mach mal zwei Karo-Boxen. Ach, ich mach gleich drei. Warum geizen? Wir haben's ja. Ja, genau. Würde ich aussehen. Na super, denn wir hätten uns den Asteroiden sparen können. Ne? Wir hätten gleich zur Science Station und dann hätten wir ja unsere Coils gehabt. Ja, aber dann können wir den hier nämlich wieder zur Erzproduktion nutzen und den anderen dann, genau. So, Metal Plates. Ich glaube, ich mache noch mal ein paar Heilblocks, ne? Ich habe noch ein paar hier, warte mal. Die mal einfach so daneben, dann können wir den daneben stellen. Hm, genau. Upsa. Was war das denn? Und wir haben ihn tatsächlich noch in dieser Folge fertig bekommen. So. Ehrlich? Ja, wir haben jetzt 23 Minuten und der Advanced Constructor steht hier. Also ich habe ihn und Moment. Wie groß ist der? Das ist zweimal. Ist genauso groß, der leuchtet nur anders. Tatsache. Sieht ein bisschen schicker aus. Ne? Ich stehe den links daneben dann, ne? Ja. So, da steht er. Yeah. So, und der funktioniert jetzt. Wie? Wollen wir das in der nächsten Folge zeigen, wie der funktioniert? Das machen wir in der nächsten Folge. Das wäre cool, ja. Warte mal, das ist aber immer echt nett. So, dann packe ich die Ingots da rein und der müsste ja nur mit Ingots funktionieren, theoretisch, ne? Selbst mit Roherzen funktioniert er. Nein, echt? Ja. Krass. Moment, okay, das probieren wir dann. Das zeigen wir in der nächsten Folge. Das wäre eine gute Sache. Das können wir machen. Genau. Aber ich möchte es jetzt schon sehen. Dann spoilern wir uns selber schon mal ein bisschen und ihr seht es in der nächsten Folge. Genau, das machen wir. Das ist nur fair. Dafür haben wir auch den Schweiß gehabt heute auf der Stirn. Ich bin klitschnass immer noch. Okay. Ja, dann lasst uns einen Daumen hoch da und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir vielleicht irgendwo anders stranden und von da nicht wieder wegkommen. Feuerplaneten zum Beispiel, das wäre toll.
Oh ja, oh, das wäre. Da war ich übrigens noch nie. Ja, ist gut. Macht Spaß. Und dann machen wir uns mal hier ein paar Wände rein, dass es ein bisschen heimelig aussieht. Ich glaube auch. Und vielleicht ein zweites Schiff hier. Der Trend geht zum. Wir sollten getrennt fliegen ab sofort. Das ist vielleicht sicherer. Mal gucken. Okay, okay. Dann bis dann. Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Ciao.